Ah, herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr 2021 lese ich aus verschiedenen Bibelleseplänen der YouVersion Bible App Bibelstellen und Andachten dazu vor. Immer auf der Suche nach dem Wesentlichen von Weihnachten, nach dem Kern von Weihnachten, Touching the Core of Christmas, habe ich mal eine Predigt zu Weihnachten genannt. Und darum passend dazu auch mein T-Shirt heute: Don't let motivational quotes ruin your shitty day. Sondern suche nach dem, was funktioniert, nach dem, was wirklich Bestand hat in deinem Leben. Und heute lese ich aus einem Bibelleseplan, der heißt die 12 Geschenke, die Jesus dir gemacht hat mit seinem Kommen in die Welt. Lese ich aus Psalm 16, Vers 11, ein wunderbarer Psalm, du musst ihn einfach mal in Gänze lesen. Psalm 16 ist ein Psalm, der mir unglaublich gut gefällt. Und hier in Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Das heißt, Gott begnügt sich auch nicht einfach nur mit motivational quotes, die deinen beschissenen Tag ruinieren, sondern er führt dich auf den Weg zum Leben. Er zeigt dir den Weg, der zum Leben führt, zum Wesentlichen, zu dem, was dich wirklich glücklich macht. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Und das ist das Geschenk, das Gott dir zu Weihnachten machen möchte. Freude. Weihnachten ist eine Zeit der Freude. Wir freuen uns über Geschenke, wir schmücken Bäume, wir verbringen Zeit mit der Familie und mit Freunden. Und wir genießen natürlich auch unser Lebensessen, auch wenn es zum Beispiel nach einer bariatrischen Operation, einem Magenbypass, so wie ich ihn seit 4 Jahren habe, nur noch kleine Portionen sind, aber die kann man auch genießen und sogar satt davon werden. Freude ist etwas, wonach wir alle suchen. Wir sehnen uns nach Freude in unserem Leben und wünschen uns, dass auch andere diese Freude erleben. Wir können in dieser Welt in vielen Dingen Freude finden, aber reine und dauerhafte Freude kann nur in Jesus gefunden werden. Wenn wir über das Konzept eines Gottes, über die Idee eines übernatürlichen Wesens nachdenken, das sich den Menschen zuwendet, das die Menschen erschaffen hat, dann liegt der Gedanke natürlich auch nahe, dass dauerhafte Freude bzw. wahres Leben irgendwie mit dieser Wesenheit zusammenhängen muss und irgendwie aus der Beziehung zu dieser Wesenheit, zu Gott heraus entspringen muss. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Noch einmal Psalm 16, Vers 11. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Aber selbst die Freude, die wir in der Weihnachtszeit erleben, ist nicht von Dauer. Wenn der Dezember vorbei ist, ist es mit der Weihnachtsstimmung oft auch vorbei. Dieser Vers, Psalm 16, Vers 11, sagt uns jedoch, dass in Gottes Gegenwart die Fülle der Freude herrscht. Wir können diese Fülle zu jeder Zeit des Jahres erleben, weil wir zu jeder Jahreszeit Zugang zu Gottes Gegenwart haben, für immer. Und jetzt zitiert der Autor dieser Andacht, dieses Bibelleseplans, ein wunderbares Zitat zum Nachdenken von einem gewissen Sam Storms. Vielleicht ist es der Onkel von Johnny und Sue Storm, der menschlichen Fackel und der Unsichtbaren aus den Fantastischen Vier, man weiß es nicht. Ich muss das später auch nochmal erst herausfinden. Wer ist eigentlich Sam Storms? Sam Storms hat jedenfalls gesagt, Freude ist nicht notwendigerweise die Abwesenheit von Leiden,
sondern sie ist die Gegenwart Gottes. Freude ist nicht notwendigerweise die Abwesenheit von Leiden, sie ist die Gegenwart Gottes. Also auch wieder diese Idee von Immanuel, Gott mit uns. Gott kommt in unseren Alltag hinein, lebt und leidet und freut sich mit uns zusammen. Er sitzt nicht irgendwo oben auf einer Wolke und ruft uns so in seinem Bibelwort Motivational Quotes zu und lässt uns dann damit alleine, sondern er kommt zu uns. Die Lektüre dieses Zitats, schreibt der Autor dieses Bibelleseplans weiter, die Lektüre dieses Zitats hat meine Sicht auf die Freude völlig verändert. Nicht Leid, Schmerz oder Umstände entscheiden darüber, ob wir Freude haben oder nicht, sondern die Gegenwart Gottes. Es gibt nichts, was uns die Freude rauben kann, weil wir die Gegenwart Gottes immer bei uns haben. Was ein wesentlicher Punkt von Weihnachten ist, Immanuel, Gott mit uns. Gott ist mit seiner Freude und seiner Gegenwart immer bei uns und will das auch. Und deswegen ist heute meine Ermutigung an euch, suche seine Gegenwart, denn aus seiner Gegenwart fließt eine tiefe und dauerhafte Freude, und suche seine Gegenwart mitten in deinen Umständen, mitten in deinem Stress, in deiner Hektik, in deinem Leiden, in den Dingen, die nicht funktionieren. Suche dort seine Gegenwart. Suche nach seiner Gegenwart im stinkenden Stall, in der Weihnachtskrippe, in der Ungewissheit der Volkszählung damals, in der Ungewissheit des frisch Verheiratetseins und der ungeklärten Vaterschaftsverhältnisse für Maria. Suche seine Gegenwart dort, wo du jetzt gerade bist. Und dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du seine Gegenwart findest, wahrnimmst, ergreifst und spüren kannst. Denn das wird dir einen ordentlichen Energieschub geben, einen Freudenschub, mit dem du in deinen Umständen weiter stehen kannst und den Weg findest aus deiner Not heraus. Und denke mal dran, don't let motivational quotes ruin your shitty day, sondern suche nach dem Weg, der zum Leben führt. Ihr Lieben, ich freue mich darauf, morgen ist Weihnachten. Morgen das letzte Türchen des literarischen Adventskalenders des unrasierten Apostels der Liebe mit euch zusammen zu öffnen. Und dann werden Geschenke geöffnet. Haha.